Hallo, ihr habt gesehen, ich habe mir kurze Notizen gemacht. Warte mal. Ah, so ist besser. Was in den Lebensmittelgeschäften abgeht, du, das schockt mich zutiefst. Wie gesagt, 3,5% Milch nach 2, 3 Tagen schon sauer. Die Verpackung aufgeschwollen. Dann hier auch so ein Käsestück, der dicke. 2 Tage im Kühlschrank verschlossen. Grün-Weißschimmel. Pff, kaputt. Haltbar noch 3 Wochen. Auch für den Arsch auf Deutsch. Warte mal, ich muss weiterlesen. Ich habe das nicht alles im Kopf. Von Landliebe Marmelade. Keine Woche auf. Grün-Weißschimmel. Abgelaufene Ware im Regal, tagelang. Die nimmt man dann auch mit nach Hause, weil man nicht drauf achtet, weil man denkt, die Ware ist ja noch haltbar nach MHD. Von Haribrot leider auch nach 2, 3 Tagen brotschimmelig. Wobei es noch gut sein sollte, haltbar ist. Gewisses Gemüse, Obst, heute gekauft, morgen schlecht, matschig, schimmelig, stinkt bestialisch. Als ob du ihn abgeschlachtet hättest, du. Ja gut, ganz zu schweigen, die Zwiebeln, Kartoffeln auch nach ein paar Tagen total hinüber. Es ist traurig, dass so eine Qualität nicht mehr vorhanden ist wie früher. Ich nenne jetzt extra den Discounter nicht, weil, ne, da muss man schon aufpassen. Wie gesagt, es ist traurig. Ich hoffe, da passiert nichts mehr. Ist euch das auch passiert? Habt ihr das erlebt? Wie sieht das aus? Was habt ihr dagegen gemacht? Ist euch geholfen worden? Habt ihr die Firma angeschrieben? Oder die Firmen? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr Fragen habt, per E-Mail gerne. Oder schreibt mir eine WhatsApp und dann schauen wir mal. Tschüss. Anhang zu meiner Aussage. Hackfleisch, habe ich total vergessen, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Wollte so runde Klößchen machen, so weißt du, so wie ein Auflauf, so schön. Das war auch schlecht. Das war auch noch 2 Wochen haltbar. Frage, packen die das aus? Packen die das neuen ein? Also altes Fleisch mit einem neuen MHD? Das wäre ja dann schon Vorsatz an Körperverletzung. Ah ja, mal schauen, man müsste echt das Lebensmittelamt einschalten. Er bekloppt, ey.